Damn. Yeah. Hallöchen, da ist schon das nächste Video. Jetzt will ich euch mal zeigen, was ein sinnloses Auto ist, aber was cooles zu haben, weil es kostet halt nichts. Also das Auto hier bekommt ihr zwischen 25 und 50 Euro, je nachdem. Ist eine krasse Preisspanne, ich weiß, aber ist halt so. Es ist ein WPL D12, ist ein K-Truck, 1:10. Nicht wundern gleich, das Ding ist echt winzig. Aber das liegt daran, dass das Original echt winzig ist. Ich hoffe, Ton ist okay heute. Mal draußen ist gerade irgendwie Weltuntergang, es schneit schon wieder, es windet, es keine Ahnung. Ist ja auch egal. Ja, das Ding ist echt witzig. Hat nur Heckantrieb, hat einen echt realistischen Unterbau, Blattfedern hinten, vorne Einzelradaufhängung, 2,4 GHz, Licht und ja, ich zeig's euch einfach. Ist einfach. Da ist das Ding. Ist, ja, klein. Im Lieferumfang könnt ihr euch aussuchen. Die Farben, gibt es verschiedene Farben. Im Lieferumfang ist die Funke. Die ist okay. Kann man benutzen. Zeige ich euch nachher noch. Ihr habt hier noch so Raid-Knöpfe. Das ist dann, wird dann simuliert. Zweiter Gang, kann man sagen. Also so fährt er jetzt normal. Wenn ich dann hier drücke, fährt er ein bisschen schneller. Das ist so, ja, so eine Dual-Rate-Geschichte. Bei mir waren jetzt noch zwei Akkus dabei. Einer ist schon im Modell. Ein Ladegerät mit so einem Verteiler hier, dass man die gleichzeitig laden kann. Es gibt nämlich auch die Variante mit drei Akkus. Dann habt ihr ein paar Ersatzteile dazu. So Mini. Und ihr habt Sticker dazu. Bei den Stickern und noch diverse Anbauteile, die habe ich jetzt schon montiert. Bei den Stickern, die klebt ihr auf, das ist so wie, wie kann man das beschreiben? Das ist gemacht, wie wenn man ein Auto foliert, da ist so eine Trägerfolie. Ihr klebt die erst auf und zieht dann die wieder ab. Ich habe das am Anfang nicht geschnallt und habe dann mit einem Skalpell ausgeschnitten tatsächlich. Wie hier unten an der Box. Braucht ihr aber nicht. Ja, geht auch so. Ja. Lange Rede, kurzer Sinn. Hartplastik. Karo, komplett. Komplettes Interieur. Spiegel. Alles dran. Akku kommt hier hinten rein. Ist ganz witzig gemacht. Ihr müsst das Rad hier 180 Grad drehen. Und dann öffnet sich der Akkufach. Das Akkufach, deutsche Sprache. Licht hat er auch, schön dezent gelb. Oh, wartet mal, ich muss hier mal irgendwie hochhalten hier. Ja. Echt witzig gemacht. Das ist übrigens Metall. Sind irgendwelche Fusseln dran, Blattfedern. Das ist dann wieder Kunststoff. Hier geht es dann wieder um Kunststoff alles über. Ist aber ey, echt für das Geld komplett Wurst. Lenkung könnt ihr halt auch proportional machen. Und dann fährt das Ding. Ihr seht, der Motor hat beim langsamen Anfahren zu tun. Das Ding hat halt Potenzial. Das Teil hat echt Potenzial. Der Sven zum Beispiel hat davon zwei Drifte gebaut für ihn und seinen Jungen. Einem Hermes Design mit Kartons hinten drauf, Hermes Logo und einem Chiquita Banana Style. Es gibt Kotflügelverbreiterungen, es gibt so viele Sachen. Also die Chinesen, die Amis, die feiern das Teil. Es gibt unfassbar viele Tuning-Teile für das Ding. Wenn ihr Interesse habt, ich kann euch einen Link unten reinschmeißen, wenn ich es nicht vergesse. Ansonsten schaut einfach mal bei AliExpress oder einfach bei Google WPL D12, also so wie es hier steht, WPL D und dann 12. Das Ding ist echt witzig. Man könnte es auch als Crawler umbauen.
Ob das wirklich Sinn macht, weiß ich nicht. Kann man noch einen Größenvergleich machen? Mit einem 1 zu 10er Crawler? Hallo? Also ist schon ein Unterschied. Was ist ein Scalecrawler 1 zu 10, ein MST? Das ist der kleine dabei. Das Verrückte ist aber, das Ding, wenn man nachmisst, ist halt echt 1 zu 10. Der Original ist echt winzig, ein winziges kleines Auto. Zu den K-Trucks, damit haben die früher nach dem Zweiten Weltkrieg ihr Land mehr oder weniger wieder aufgebaut mit so winzigen kleinen LKWs und sind da scheinbar echt praktisch. Ist auf jeden Fall witzig. Ich finde das Ding echt cool. Fahren tue ich das Ding eigentlich nicht. Das Ding steht bei mir im Büro und ich lagere hier hinten Zettel, Kulis und so weiter. Aber also wirklich für 20 Euro. Ich habe für meinen mit zwei Akkus, glaube ich, 27 Euro bezahlt mit Versand. Ist halt echt ein Witz, ne? Wollte ich euch nur mal kurz zeigen. Laser war sehr interessiert daran. Könnt ihr einfach mal schauen. WPL D12. Ich finde es eine coole Sache. Ansonsten, das war's schon wieder von mir. Bis zum nächsten Mal. Ciao.